Mit der feierlichen Eröffnung der Hunsrückakademie bietet die Handwerkskammer Koblenz ab sofort einen weiteren Bildungs- und Beratungsservice in der Fläche an. Wir stellen Ihnen das Zentrum in der Größe vor und informieren Sie darüber hinaus über die überregionalen und auch internationalen Arbeitsbereiche der Handwerkskammer Koblenz. Mit der feierlichen Eröffnung der neuen Hunsrückakademie im Herzen Simmerns bietet die Handwerkskammer Koblenz nun in 14 Bildungs- und Beratungszentren einen umfangreichen Service in der Fläche. HWK-Präsident Werner Wittlich erläuterte die langfristig orientierte dezentrale Strategie der Handwerkskammer und informierte auch über das künftige Aufgabenspektrum der Akademie. Mehr als 100 Gäste waren der Einladung zur Eröffnung gefolgt und zeigten sich beeindruckt von Architektur und Einrichtung des neuen Hauses. Schwerpunkte hier sind ab sofort die Meistervorbereitung oder auch Lehrgänge zur Unternehmerqualifikation bis hin zu EDV-Schulungen. Modern ausgestattete Seminarräume mit über 153 Quadratmeter Nutzfläche stehen dafür zur Verfügung. Werner Wittlich, Präsident der Handwerkskammer Koblenz und Staatssekretär Alexander Schweitzer vom Mainzer Wirtschaftsministerium mit ihren Gedanken zum neuen HWK-Zentrum. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir nah bei den Handwerkern sind. Das bedeutet auch, dass man den Leuten aus der Region nicht zumutet, die Bildungseinrichtungen alle in Koblenz wahrzunehmen. Wir sind froh, dass wir Selbstverwaltungsorganisation des Handwerks haben, wo sich Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer engagieren und für ihresgleichen Angebote formulieren, aber tatsächlich auch ja, richtig konkret umsetzen, wie das hier vorbildhaft der Fall ist. Und es stärkt den ländlichen Raum. Das kommt noch hinzu. Wir können in Rheinland-Pfalz nicht erfolgreich sein auf lange Sicht, wenn sich alles in die städtischen Zentren konzentrieren würde. Und darum passt es auch zu unserer Politik, zur Stärkung des ländlichen Raums, dass hier ja, in Simmern ein solches Zentrum entstanden ist. Auch wenn man, denke ich, so viel Akzeptanz vor Ort findet, aber auch bei den Institutionen, die um uns herum etabliert sind, bei der Landesregierung, dann kann man schon dankbar sein. Und auch ein bisschen Stolz. Aber den Stolz wollen wir nicht übertreiben, sondern für uns bedeutet das immer weiter daran arbeiten, dass wir immer wieder solches Lob hören. Wir hören es gerne. Großes Lob von den Handwerkern gab es auch für eine Informationsveranstaltung der HWK Exportberatung. Dabei ging es um Informationen zum Wirtschaftspartner Österreich. Was Handwerker beachten müssen, wenn sie geschäftliche Beziehungen zur Alpenrepublik aufbauen, wo es Hilfe vor Ort gibt, all das war Inhalt des Seminars bei der Handwerkskammer Koblenz. Betriebsberaterin Christiane Zügner erläutert Inhalte des international ausgerichteten HWK-Service. Ja, also die Außenwirtschaftsberatung ist in die Betriebsberatung hier bei der Handwerkskammer integriert. Das heißt, wir unterstützen unsere Betriebe in allen Fragen rund um das Auslandsgeschäft, sei es Fragen zum Markteinstieg, also strategische Fragen, sei es aber auch zur Ausweitung des bestehenden Auslandsgeschäftes. Also um Ihnen konkret mal ein paar Beispiele aus der Praxis zu nennen. Auftrag in Luxemburg steht im Hause und es geht um Melde- oder Genehmigungspflichten im Zielland. Oder es steht eine Entsendung von Mitarbeitern nach Belgien an und es wird gefragt, welche Tariflöhne gelten, welche Höchstarbeitszeiten gelten. Ein anderes Beispiel aus dem Bauhandwerk ist zum Beispiel das geltende Gewährleistungsrecht oder auch Fragestellungen zum Thema Arbeitssicherheit auf der Baustelle. Auch im außereuropäischen Ausland leisten wir eine Hilfestellung, wenn es um Vorschriften zu Zoll, Einfuhrbeschränkungen oder auch zu Visabestimmungen geht. Und wir empfehlen unseren Handwerkern immer, diese und auch weitere Informationen gerne schon vor Angebotsabgabe bei uns anzufragen, damit man mögliche Kosten, finanziellen Aufwand, zeitlichen Aufwand auch direkt in die Angebotskalkulation mit einfließen lassen kann, sodass dann natürlich Aufträge im Ausland auch einen Gewinn abwerfen. Erfolgreich im Ausland ist bereits der Hausbauer Da Vinci Haus aus dem Westerwald, Geschäftsführer Anton Hammes. Wie heißt das immer? Wissen ist Macht. Jedes Land hat so seine eigenen Arten. Das haben wir jetzt erst kürzlich in Frankreich gemerkt, bis wir da eine komplette Zulassung hatten. Die, mit allen Versicherungen, mit allem, wie es da landesüblich ist, ging doch etwas Zeit ins Land. Das war in Großbritannien genauso. Und wir wollen einfach abchecken, was Österreich für Eigenarten hat, außer denen, die wir kennen. Wir haben dann an verschiedene Mitarbeiter, an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen und wir finden das schon recht gut so. Sollten Sie Fragen zum Bildungs- oder auch Dienstleistungsangebot der HWK haben, dann schauen Sie im Internet nach. Unter hwk-koblenz.de finden Sie vielfältige Informationen zu nahezu allen Themen.